Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar ist es Order and Chaos 2 Redemption, der offizielle Nachfolger zu Order and Chaos Online, ein Spiel, was ich auch schon Let's Played habe und jetzt ist hier der Nachfolger dran. Heute am Mittwochabend erschienen, sollte eigentlich am Donnerstag kommen, aber das auch nur dazu. Ja, worum handelt es sich denn bei Order and Chaos 2 Redemption? Today. Our crusade comes to an end. After years of searching, we found it. Beneath these ruins lies the temple housing the Primal Heart. And we now wield the one weapon capable of shattering it forever. Colin's hammer, which was used to forge our world before the gods shattered it in anger. We lost many good men in the quest to locate the fragments and recast this divine artifact. Today, we honor those sacrifices. Many believe that when Colin cast his hammer down upon Herodon, that he had forsaken us. But we, the Knights of the Flame, never abandon hope. We alone have stayed faithful to the great architect. And now, in his name, we wield his hammer. And with it, we will shatter the Primal Heart and destroy the abominations that threaten our world once and for all. Knights, charge! So viel wohl zur Story. Ich wurde krass unterbrochen, aber es wurde euch sehr krass berichtet und jetzt wisst ihr ungefähr, was abgeht. Bewege die Kamera. Okay, ist wohl ein Tutorial, ne? Alles klar. Alles klar, ist wohl ein Tutorial, wo alles weitere wohl besprochen wird. Und hier bekommen wir gerade alles Mögliche gesagt, wie man hier anfängt und so weiter. Der Anfang vom Ende. Zerstöre das Urherz im Tempel des Erzeugers mit Kalins Hammer. Details. Dort vorne ist das Urherz, begraben in den finsteren Tiefen des Tempels des Erzeugers. Nimm den Bewahrer Kalins Hammer ab und zerschmettere damit das Herz. Beeile dich, bevor das davon ausgehende Böse sich in ganz Herodon verbreitet. Alles klar. Berühre das Aufgabenziel, um ein Ziel zu finden. Oh, guten Tag. Da liegen schon die ersten Leichen auf dem Boden. Läuft bei euch? Läuft! Folge der Hilfslinie, aber ich möchte diesem Typen helfen. Nein, du darfst nicht. Okay, dann renne ich jetzt lang. Kann ich euch helfen? Schnell! Die Frostlinge haben irgendwas gemacht. Okay. Mit einem Tutorial-Level hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wenn ihr meint, okay. Okay, wir können jetzt quasi kämpfen. Tun wir auch direkt mal. Wir machen ja quasi Autoangriffe, wenn wir da drauf drücken. Als Ritter quasi, ne? Ist klar, ne? Ich frage mich auch gerade, warum hier das Tutorial für einen Ritter gemacht wird. Ich möchte lieber Magier sein, aber naja. Weiter wirst du nicht kommen. Ich werde sehen. Oder wir werden sehen, wer es hier jetzt schaffen wird. Natürlich, Leute, da das ein Tutorial ist, werden wir das schaffen. Keine große Frage. War klar, oder? Der größte Untote auf der Welt. Und wir haben ihn einfach mal so niedergemetzelt. Ist klar, ne? Passt. Gut, dann rein mit uns in die gute Stube. Und was sehen wir hier? Nichts, richtig. Begib dich tiefer ins Innere des Tempels. Okay. Wenn ich jetzt mal was so sagen darf, das hat für mich eher was von Dungeon Hunter, anstatt von Order and Chaos. Naja, scheint wohl so ein richtiges Offline-Tutorial zu sein, ne? Naja, da ist der Hammer, den gönnen wir uns. Und haben wir ihn? Wir haben ihn. Wir sind jetzt anscheinend übelst OP und ja, wir haben den Hammer gefunden. Der Hammer, mäßiger Hammer, der Hammer ist. Weiter, auf zum Sieg! Okay, dann lass uns mal knacken. Komm, wir müssen das Urherz zerstören. Das ist der einzige Weg und so weiter. Und ich finde, die Schrift geht mir so ein bisschen zu schnell weg. Aber das ist auch nur meine Meinung. Sobald ich fertig bin, renne voraus und vernichtige irgendwas. Okay. Danke für die Hilfe. Wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Alter Gandalf. Hey! Ich bin nicht Gandalf! Aber ist auch egal, denn dort ist ein Eisgolem und der will auf jeden Fall auf die Fresse haben.
Kann er gerne haben. Kann er gerne bekommen. So, Zauber wird angewandt und ihr seht, oh, wir machen krass Schaden. Sieht man doch irgendwie die Lebensanzeige von dem Typen? Nee, oder? Berühren, 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 berühren. Fehlgeschlagen. Fuck. Okay, das ist irgendwie komisch. Man macht hier wohl auch so, ja, ich will nicht sagen, Autogedönse-Aufgaben, aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Du musst Sachen drücken, um auszuweichen. Das sieht man eventuell bei einigen Spielen, also bei anderen Spielen, sowas wie, keine Ahnung, sagt euch das Spiel Shenmue was? Dann wisst ihr, was ich meine. Diese Drückaufgaben, diese Button-Smash-Aufgaben. Und was ist hier los? Zerschmettere das Urerz und bist du ein Guter? Hör nicht auf ihn, du musst irgendwas tun. Okay, dann zerschmettern wir das Gedöns jetzt. Tun wir das. Berühren. 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 Fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Oder muss ich das schnell machen? Ja, anscheinend muss das schnell gemacht werden. Entschuldigung, der Herr. Haben wir es jetzt? Danke. Ich muss auch sagen, manche Perspektiven hier im Tutorial sind übelst laggy. Dafür kann mein Handy nichts. Also Entschuldigung dafür. Aber das ist das Handy und nicht... Nein, das ist nicht das Handy. Das ist eher die App. Dafür kann ich nichts. Aber man muss auch sagen, diese Sequenzen hier... Die sehen aber auch echt geil aus. Hut ab! Kampf beendet. Okay, alles klar. Puh, ich dachte, jetzt stürzt es ab oder sowas. Das wäre echt nicht knackig. So, das war das Tutorial. Jetzt können wir einen neuen Charakter erstellen. Das tun wir doch direkt mal glatt. Und... Ich würde sagen, Leute, ich gehe auf einen sehr leeren Server. Ihr seht, links ist Amerika, rechts ist Europa. Ich gehe auf den europäischen Server Vegaplatz. Und ihr könnt es mir gleich tun, wenn ihr wollt, denn ihr könnt Ordon Chaos 2 Redemption mit mir zusammenspielen, wenn ihr Bock habt. Und ja, mehr dazu gleich. Jetzt erstmal zur Charaktererstellung. Ihr seht... Es gibt 5 Rassen. Mensch, Mendel, Elfen, Orks und Kratan. Und Kratane sind wohl sehr neu. Ein Reptilienvolk und sollen wohl auch irgendwas mit Drachen zu tun haben, wie wir sehen, ne? Das interessiert uns aber gerade nicht. Ich bin ganz klassisch, ich bin Mensch. Wir können uns auch quasi zur Frau machen, aber ich bleibe ein Mann. Das Volk ist gewählt. Jetzt kommen wir zur Klasse und auch hier gibt es wieder 5 Klassen. Erstmal Krieger, Waldläufer, Magier, Blutritter und Kleriker. Ich würde sagen, ich bin auch hier wieder klassisch und deutsch und gehe jetzt zum Magier über. Magier üben geheime Magie aus. Sie sind darauf spezialisiert, ihre Feinde zu kontrollieren und Schaden in großen Gebieten zuzufügen und füllen ihre Mana schnell wieder auf, wenn sie nicht kämpfen. Alles klar. Ja, ein Name ist natürlich ganz klar. Ich nenne ihn, wie mein Kanal auch heißt, Random Kai. Ich muss sagen, und ich darf echt mal anmerken, dass die Musik sehr, sehr episch ist. Random Kai. Ich hoffe echt, dass der Name nicht vergeben ist, ne? Jetzt können wir auch hier noch charaktermäßige Sachen anstellen. Und zwar sein Charakterbild verändern. Das Aussehen und anderen Stuff. Frisur, würde ich sagen, ist... Wischmob. Es gibt echt nur 3 Frisuren, mehr nicht. Das ist echt schade, Alter. Entweder hügelig. Vorhang. Oder halt Wischmob. Ich würde sagen, wir gehen mal auf hügelig, weil das sieht momentan ziemlich fresh aus. Und weiter geht's, oder? Oder? Wischmob. Ich nehme Wischmob, ganz ehrlich, ich nehme den Wischmob. Ja. Körper. Jetzt können wir auch wahrscheinlich noch seine Größe einstellen, oder? Ne, das geht nicht. Okay. Dann wohl die Hautfarbe, oder? Ja. Gut, wir machen uns standardmäßig natürlich sehr gebleicht, wie ich auch aussehe. Und das Gesicht kann auch noch verändert werden.
glatt, vernarbt oder ernst. Ich lasse es glatt, so ein glatter Bubi. Ein Dreiecksbart, ein Knebelbart oder ein Holzfällerbart. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich laufe lieber ohne Bart rum. Hat was Besseres. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob man meinen Kopf auf was anderes einstellen kann. Nein, kann man nicht. Und wie ist es beim Gesicht? Oder beim Körper besser gesagt? Nee, man kann nur eine Sache einstellen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Naja, wir haben unseren Charakter soweit erstellt. Wähle eine Anfangsstadt. Okay, man kann jetzt wählen. Okay. Seemannssteg oder auch Klippenfels. Ich würde sagen, Seemannssteg sieht ziemlich einladend aus. Da gehen wir zuerst hin. Seemannssteg, dein Abenteuer beginnt in der Stadtwache. Beauftragt mit dem Erhalt der Ordnung und dem Schatz der Bürger. Aber heute ist kein Tag wie jeder andere. Denn unter dem friedlichen Mantel dieser ruhigen Stadt regt sich eine große Dunkelheit. Bereit zum Erwachen. Lust auf einen Meereswechsel. Ah, Fischerdörfchen. Was? Klippenfels? okay. Lust auf einen Meereswechsel? Besuche das verschlafene Fischerdörfchen Marina's Landing. Die Ruhe in dem Dorf im Norden von Dawnwatch wird nur durch gelegentliche Schiffslöchungen von energiereichen Phosphorsladungen gestört. Philippa Wellington, Marineer Monthly. Wir gehen aber sowas von zum Seemannssteg und los geht das Abenteuer, meine lieben Freunde und Kennerchens. Auf geht's in die Welt von Order and Chaos 2 Redemption. Ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Ich frage mich, ob das Spiel besser ist als der inzwischen 4 Jahre alte Vorgänger? Oder inzwischen sogar schon 5? Man weiß es nicht, aber das Spiel Order and Chaos Online ist schon sehr alt und altbacken. Und ich denke, es ist auch ein Zeitpunkt gekommen, wo Order and Chaos 2 Redemption zeigt, wo grafisch der Hammer hängt, innovativ der Hammer hängt. Wir gucken mal und lasst uns da direkt mal durchstarten. Okay, wir haben direkt wieder die Funktion zu springen. Können auch direkt die Perspektive wieder ändern. Easy. Und guckt euch mal das hier an. Das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ah, hier kommt man also zu unserer Ausrüstung. Nice. Nice, nice. Okay. Grafisch auf jeden Fall knackig. Direkt mal was Neues ausprobieren, und zwar das Wassergedönse schwimmen. Oh. Ich möchte nicht unter den Rock schauen, also ganz ehrlich, nein. Kann auch irgendwie tauchen? Geht das irgendwie? Nee, oder? Wir finden schon irgendwie raus. Eine Sofortaufgabe ist aktiv. Beende die Aufgabe, um an Erfahrung zu gewinnen. Okay. Was ich mich übrigens frage, ist, ob die Welt hier in Herodon spielt oder ob es eine völlig neue Spielwelt ist. Weil man startet ja normalerweise als Mensch in Order and Chaos Online im Kontinent. Wie heißt die nochmal? Wald. Irgendwas mit Wald. Nur ein Traum. Wird auch Zeit, dass du auftauchst. Siehst du diese Dinger? Sie haben sich anscheinend einen Weg in die angeschwemmten Kisten geknabbert und nun das. Ich meine, beim Architekten. Schau sie dir an. Abgewrackt. Hilf Spencer, die Kisten zu zerstören. Details. Die Kisten sind voll mit blauem Dreck. Weil du so spät erschienen bist, erhältst du die ehrenvolle Aufgabe, sie zu beseitigen. Nimm diese Fackel und verbrenne so viele Kisten, wie du findest. Und nimm dich vor dem Zeug in Acht. Es frisst dich direkt durch deine Hand. Okay, scheint wohl etwas gefährlich zu sein. Und ihr seht, hier gibt es auch direkt so eine Autoroute. Und hier sind auch direkt erstmal ein paar Gegner. Lass uns sie mal zerstören. Oder töten, besser gesagt. Okay, alles klar. Knackig. Habe ich Erfahrungspunkte bekommen eigentlich? Frage des Tages. Wo sieht man die Erfahrungspunkte? Wo sieht man die? Naja. Alles klar. Ja, hier sind einige Gegner vor uns und ich denke, die müssen auch besiegt werden oder doch nicht? Ich weiß nicht, wir schauen mal. Ich habe aus Order and Chaos gelernt, dass sobald die Gegner eine grüne oder gelbe Anzeige haben, lassen sie einen in Ruhe. Aber sobald die Anzeige rot ist,
beim Vorbeigehen oder beim Ausspähen des Gegners. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den Gegner draufdrücken. Hier zum Beispiel. Ihr werdet sehen, jetzt ist die Schrift rot, weil er uns angreifen will. Und weil wir auch ihn logischerweise angegriffen haben. Logisch, ne? Aber für gewöhnlich ist dort eine gelbe Anzeige über seinem Kopf, was heißt, dass es ein friedlicher Typ ist. Ihr seht, ne? Normalerweise recht friedlich und ja, jetzt packen wir mal die Kisten ab. Verbrenne die Kisten. 1 von 4. Sehr einfach eigentlich. Ist einfach nur, die Kisten zu berühren und sie so zu verbrennen. Und netter Grafikeffekt, muss man sagen. Gefällt mir. Grafisch natürlich, ihr seht. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Man muss auch sagen, das erwartet man aber auch von so einem Spiel. Ganz ehrlich, das erwartet man auch. Wenn man jetzt ein grafisch aktuelles Spiel sich ansieht, dann muss das quasi so aussehen. Es muss so aussehen. Schöne Texturen, nice Engine und ja, sieht auf jeden Fall sehr knackig aus. Gute Arbeit. Hoffentlich konnten wir eindämmen, was auch immer da war. Matrosenfreude, erkunde dich nach Rose, dem verschwundenen Mädchen. Okay, nun gut. Eine Krise wäre aufgehalten, aber schlaf mir bloß nicht ein. Da ist noch etwas. Die junge Rose ist angeblich verschwunden. Angeblich? Ihre Tante Maria war schon immer sehr ängstlich und übertrieben fürsorglich. Ich glaube, Rose würde es beiden einfacher machen, wenn sie sich nicht mehr den ganzen Tag bei den Matrosen rumtreiben würde. Aber was weiß ich schon. Auf Marias Drängen schaute ich bei Rose daheim vorbei, aber da war niemand. Ich sehe mich weiter um. In der Zwischenzeit trifft sich mit Maria. Sie ist beim Stadteingang. Alles klar. Berühre das markierte Symbol, um die Abenteuerkarte zu öffnen. Die Abenteuerkarte? Ah, guckt an. Abenteuerkarte. Zusätzliche Informationen für dein Abenteuer, wie zum Beispiel wesentliche Standorte, sind auf deiner Karte markiert. Hier sind die verschiedenen Kartensymbole und ihre Bedeutungen aufgelistet. Du kannst bestimmte Handlungen ausführen, indem du Gesten benutzt. Anpassen. Ihr seht. Ziemlich easy eigentlich. Und hier kann man die Namen der Städte an- und ausschalten. Und was ich cool finde, dass beim Einzoomen etwas die Namen der Städte größer geschrieben werden. Ihr seht, ne? Ziemlich cool. Und ihr seht auch, das Ganze wird in Kontinente aufgeteilt sein. Wir sind hier momentan. Wo genau? Wie heißt der Kontinent noch einmal? Ich habe es vergessen, aber wir werden es jetzt rausfinden. Und zwar befinden wir uns gerade im auf dem Seemannssteg. Und ihr seht. Nee, wir sind beim Klippenfels, kann das sein, oder? Kann das sein? Sind wir in Klippenfels? Ist gerade ziemlich verwirrend, muss ich sagen. Nee, wir sind beim Seemannssteg, kann das sein? Seemannssteg, ja, oben rechts steht's auch. Der erste Kontinent, Seemannssteg. Und für die anderen Leute, die auf dem anderen Kontinent gestartet haben, die sind jetzt beim Klippenfeld und mal schauen, ob man noch irgendwie zusammenkommt. Anscheinend, dann guckt euch das mal an. Man kommt wohl irgendwie zusammen, das glaube ich jedenfalls. Naja, sehen wir auch alles in den späteren Parts. Jetzt erstmal gucken wir, dass wir zu Maria kommen. Aber Leute, ich würde sagen, Maria erreichen wir erst im nächsten Part. Von daher gesehen, ich hoffe, dass der Part euch natürlich gefallen hat. Und wenn es euch getan hat, meine lieben Freunde und Kinderchen, dann seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Und ja, wenn ihr vergessen habt, einen Daumen hoch zu geben, dann tut es doch bitte, denn das würde mich erstens sehr freuen und sehr unterstützen. Von daher gesehen, wenn ihr mehr Order und Chaos 2 Redemption sehen wollt, guckt in ein paar Stunden nochmal vorbei, denn heute werden einige Parts kommen. Von daher gesehen, ich erwarte euch vielzählig und mit einer guten Laune und guten Gewissens kann ich mich jetzt bestimmt von euch verabschieden. Also macht's gut, haut rein, ciao. Ist klar, ne? Ich frage mich auch gerade, warum hier das Tutorial für einen Ritter gemacht wird. Ich möchte lieber Magier sein, aber naja. Weiter wirst du nicht kommen. Ich werde sehen, oder wir werden sehen, wer es hier jetzt schaffen wird. Natürlich, Leute, da das ein Tutorial ist, werden wir das schaffen. Keine große Frage. War klar, oder? Der größte Untote auf der Welt.
Und Ferhi, wir haben ihn einfach mal so niedergemetzelt. Ist klar, ne? Passt. Gut, dann rein mit uns in die gute Stube. Und was sehen wir hier? Nichts, richtig. Begib dich tiefer ins Innere des Tempels. Okay. Wenn ich jetzt mal was so sagen darf, das hat für mich eher was von Dungeon Hunter anstatt von Order and Chaos. Naja, scheint wohl so ein richtiges Offline-Tutorial zu sein, ne? Naja, da ist der Hammer. Den gönnen wir uns. Und haben wir ihn? Wir haben ihn. Wir sind jetzt anscheinend übelst OP und ja, wir haben den Hammer gefunden. Der Hammer, mäßiger Hammer, der Hammer ist. Weiter auf zum Sieg! Okay, dann lass uns mal knacken. Komm, wir müssen das U-Herz zerstören. Das ist der einzige Weg und so weiter. Und ich finde, die Schrift geht mir so ein bisschen zu schnell weg. Aber das ist auch nur meine Meinung. Sobald ich fertig bin, renne voraus und vernichtige irgendwas. Okay. Danke für die Hilfe. Wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Alter Gandalf. Hey, ich bin nicht Gandalf. Aber ist auch egal, denn dort ist ein Eisgolem. Und der will auf jeden Fall auf die Fresse haben. Kann er gerne haben. Kann er gerne bekommen. So, Zauber wird angewandt und ihr seht, oh, wir machen krass Schaden. Sieht man doch irgendwie die Lebensanzeige von dem Typen? Nee, oder? Berühren, 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 berühren. Fehlgeschlagen, fuck. Okay, das ist irgendwie komisch. Man macht hier wohl auch so, ja, ich will nicht sagen, Autogedönse-Aufgaben, aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Du musst Sachen drücken, um auszuweichen. Das sieht man eventuell bei einigen Spielen, also bei anderen Spielen, sowas wie, keine Ahnung, sagt euch das Spiel Shenmue was? Dann wisst ihr, was ich meine. Diese Drückaufgaben, diese Button-Smash-Aufgaben. Und was ist hier los? Zerschmettere das Urerz und bist du ein Guter? Hör nicht auf ihn, du musst irgendwas tun. Okay, dann zerschmettern wir das Gedöns jetzt. Tun wir das. Berühren. 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 Berühren! Berühren! Fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Oder muss ich das schnell machen? Ja, anscheinend muss das schnell gemacht werden. Entschuldigung, der Herr. Haben wir es jetzt? Danke. Ich muss auch sagen, manche Perspektiven hier im Tutorial sind übelst laggy. Dafür kann mein Handy nichts. Also Entschuldigung dafür. Aber das ist das Handy und nicht... Nein, das ist nicht das Handy. Das ist eher die App. Dafür kann ich nichts. Aber man muss auch sagen, diese Sequenzen hier, die sehen aber auch echt geil aus. Hut ab! Kampf beendet, okay, alles klar. Puh, ich dachte jetzt stürzt es ab oder sowas. Das wäre echt nicht knackig. So, das war das Tutorial. Jetzt können wir einen neuen Charakter erstellen. Das tun wir doch direkt mal glatt. Und... Ich würde sagen, Leute, ich gehe auf einen sehr leeren Server. Ihr seht, links ist Amerika, rechts ist Europa. Ich gehe auf den europäischen Server Vegaplatz. Und ihr könnt es mir gleich tun, wenn ihr wollt, denn ihr könnt Order and Chaos 2 Redemption mit mir zusammenspielen, wenn ihr Bock habt. Und, ja, mehr dazu gleich. Jetzt erstmal zur Charaktererstellung. Ihr seht, es gibt 5 Rassen. Mensch, Mendel, Elfen, Orks und Kratan. Und Kratane sind wohl sehr neu. Ein Reptilienvolk und sollen wohl auch irgendwas mit Drachen zu tun haben, wie wir sehen, ne? Das interessiert uns aber gerade nicht. Ich bin ganz klassisch, ich bin Mensch. Wir können uns auch quasi zur Frau machen, aber ich bleibe ein Mann. Das Volk ist gewählt. Jetzt kommen wir zur Klasse und auch hier gibt es wieder 5 Klassen. Erstmal Krieger, Waldläufer, Magier, Blutritter und Kleriker. Ich würde sagen, ich bin auch hier wieder klassisch und deutsch und gehe jetzt zum Magier über. Magier üben geheime Magie aus. Sie sind darauf spezialisiert, ihre Feinde zu kontrollieren und Schaden in großen Gebieten zuzufügen und füllen ihre Mana schnell wieder auf, wenn sie nicht kämpfen.
Alles klar. Ja, ein Name ist natürlich ganz klar. Ich nenne ihn, wie mein Kanal auch heißt, Random Kai. Ich muss sagen, und ich darf echt mal anmerken, dass die Musik sehr, sehr episch ist. Random Kai. Ich hoffe echt, dass der Name nicht vergeben ist, ne? Jetzt können wir auch hier noch charaktermäßige Sachen anstellen. Und zwar sein Charakterbild verändern. Das Aussehen und anderen Stuff. Frisur, würde ich sagen, ist... Wischmopp. Es gibt echt nur 3 Frisuren, mehr nicht. Das ist echt schade, Alter. Entweder hügelig. Vorhang. Oder halt Wischmopp. Ich würde sagen, wir gehen mal auf hügelig, weil das sieht momentan ziemlich fresh aus. Und weiter geht's, oder? Oder? Wischmopp. Ich nehme Wischmopp, ganz ehrlich, ich nehme den Wischmopp. Ja. Körper. Jetzt können wir auch wahrscheinlich noch seine Größe einstellen, oder? Ne, das geht nicht. Okay. Dann wohl die Hautfarbe, oder? Ja. Gut, wir machen uns standardmäßig natürlich sehr gebleicht, wie ich auch aussehe. Und das Gesicht kann auch noch verändert werden. Glatt. Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar ist es Order and Chaos 2 Redemption, der offizielle Nachfolger zu Order and Chaos Online, ein Spiel, was ich auch schon Let's Played habe und jetzt ist hier der Nachfolger dran. Heute am Mittwochabend erschienen, sollte eigentlich am Donnerstag kommen, aber das auch nur dazu. Ja, worum handelt es sich denn bei Order and Chaos 2 Redemption? Today. Our crusade comes to an end. After years of searching, we found it. Beneath these ruins lies the temple housing the Primal Heart. And we now wield the one weapon capable of shattering it forever. Colin's hammer, which was used to forge our world before the gods shattered it in anger. We lost many good men in the quest to locate the fragments and recast this divine artifact. Today, we honor those sacrifices. Many believe that when Colin cast his hammer down upon Herodon, that he had forsaken us. But we, the Knights of the Flame, never abandon hope. We alone have stayed faithful to the great architect. And now, in his name, we wield his hammer. And with it, we will shatter the Primal Heart and destroy the abominations that threaten our world once and for all. Knights, charge! So viel wohl zur Story. Ich wurde krass unterbrochen, aber es wurde euch sehr krass berichtet und jetzt wisst ihr ungefähr, was abgeht. Bewege die Kamera. Okay, ist wohl ein Tutorial, ne? Alles klar. Alles klar, ist wohl ein Tutorial, wo alles weitere wohl besprochen wird. Und hier bekommen wir gerade alles Mögliche gesagt, wie man hier anfängt und so weiter. Der Anfang vom Ende. Zerstöre das Urherz im Tempel des Erzeugers mit Kalins Hammer. Details. Dort vorne ist das Urherz, begraben in den finsteren Tiefen des Tempels des Erzeugers. Nimm den Bewahrer Kalins Hammer ab und zerschmettere damit das Herz. Beeile dich, bevor das davon ausgehende Böse sich in ganz Herodon verbreitet. Alles klar. Berühre das Aufgabenziel, um ein Ziel zu finden. Oh, guten Tag. Da liegen schon die ersten Leichen auf dem Boden. Läuft bei euch? Läuft! Folge der Hilfslinie, aber... Ich möchte diesem Typen helfen. Nein, du darfst nicht. Okay, dann renne ich jetzt lang. Kann ich euch helfen? Schnell! Die Frostlinge haben irgendwas gemacht. Okay. Mit einem Tutorial-Level hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wenn ihr meint, okay. Okay, wir können jetzt quasi kämpfen. Tun wir auch direkt mal. Wir machen ja quasi Autoangriffe, wenn wir da drauf drücken. Als Ritter quasi, ne? Vernarbt oder ernst. Ich lasse es glatt, so ein glatter Bubi. Dreiecksbart, ein Knebelbart
Oder ein Holzfällerbart. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich laufe lieber ohne Bart rum. Hat was Besseres. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob man meinen Kopf auf was anderes einstellen kann. Nein, kann man nicht. Und wie ist es beim Gesicht? Oder beim Körper besser gesagt? Nee, man kann nur eine Sache einstellen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Naja, wir haben unseren Charakter soweit erstellt. Wähle eine Anfangsstadt. Okay, man kann jetzt wählen. Okay. Seemannssteg oder auch Klippenfels. Ich würde sagen, Seemannssteg sieht ziemlich einladend aus. Da gehen wir zuerst hin. Seemannssteg, dein Abenteuer beginnt in der Stadtwache. Beauftragt mit dem Erhalt der Ordnung und dem Schatz der Bürger. Aber heute ist kein Tag wie jeder andere. Denn unter dem friedlichen Mantel dieser ruhigen Stadt regt sich eine große Dunkelheit. Bereit zum Erwachen. Lust auf einen Meereswechsel. Ah, Fischerdörfchen. Was? Klippenfels? okay. Lust auf einen Meereswechsel? Besuche das verschlafene Fischerdörfchen Marina's Landing. Die Ruhe in dem Dorf im Norden von Dawnwatch wird nur durch gelegentliche Schiffslöchungen von energiereichen Phosphorsladungen gestört. Philippa Wellington, Marineer Monthly. Wir gehen aber sowas von zum Seemannssteg und los geht das Abenteuer, meine lieben Freunde und Kennerchens. Auf geht's in die Welt von Order and Chaos 2 Redemption. Ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Ich frage mich, ob das Spiel besser ist als der inzwischen 4 Jahre alte Vorgänger? Oder inzwischen sogar schon 5? Man weiß es nicht, aber das Spiel Order and Chaos Online ist schon sehr alt und altbacken. Und ich denke, es ist auch ein Zeitpunkt gekommen, wo Order and Chaos 2 Redemption zeigt, wo grafisch der Hammer hängt, innovativ der Hammer hängt. Wir gucken mal und lasst uns da direkt mal durchstarten. Okay, wir haben direkt wieder die Funktion zu springen. Können auch direkt die Perspektive wieder ändern. Easy. Und guckt euch mal das hier an. Das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ah, hier kommt man also zu unserer Ausrüstung. Nice. Nice, nice. Okay. Grafisch auf jeden Fall knackig. Direkt mal was Neues ausprobieren, und zwar das Wassergedönse schwimmen. Oh. Ich möchte nicht unter den Rock schauen, also ganz ehrlich, nein. Kann auch irgendwie tauchen? Geht das irgendwie? Nee, oder? Wir finden schon irgendwie raus. Eine Sofortaufgabe ist aktiv. Beende die Aufgabe, um an Erfahrung zu gewinnen. Okay. Was ich mich übrigens frage, ist, ob die Welt hier in Herodon spielt oder ob es eine völlig neue Spielwelt ist. Weil man startet ja normalerweise als Mensch in Order and Chaos Online im Kontinent. Wie heißt die nochmal? Wald. Irgendwas mit Wald. Nur ein Traum. Wird auch Zeit, dass du auftauchst. Siehst du diese Dinger? Sie haben sich anscheinend einen Weg in die angeschwemmten Kisten geknabbert und nun das! Ich meine, beim Architekten. Schau sie dir an! Abgewrackt, hilf Spencer, die Kisten zu zerstören. Details. Die Kisten sind voll mit blauem Dreck. Weil du so spät erschienen bist, erhältst du die ehrenvolle Aufgabe, sie zu beseitigen. Nimm diese Fackel und verbrenne so viele Kisten, wie du findest. Und nimm dich vor dem Zeug in Acht. Es frisst sich direkt durch deine Hand. Okay, scheint wohl etwas gefährlich zu sein. Und ihr seht, hier gibt es auch direkt so eine Autoroute. Und hier sind auch direkt erstmal ein paar Gegner. Lass uns sie mal zerstören. Oder töten, besser gesagt. Okay, alles klar. Knackig. Habe ich Erfahrungspunkte bekommen eigentlich? Frage des Tages. Wo sieht man die Erfahrungspunkte? Wo sieht man die? Naja. Alles klar. Ja, hier sind einige Gegner vor uns und ich denke, die müssen auch besiegt werden oder doch nicht. Ich weiß nicht, wir schauen mal. Ich habe aus Order and Chaos gelernt, dass sobald die Gegner eine grüne oder gelbe Anzeige haben, lassen sie einen in Ruhe. Aber sobald die Anzeige rot ist, beim Vorbeigehen oder beim Ausspielen des Gegners, das heißt, wenn wir jetzt mal auf den Gegner draufdrücken, hier zum Beispiel, ihr werdet sehen,
Jetzt ist die Schrift rot, weil er uns angreifen will. Und weil wir auch ihn logischerweise angegriffen haben. Logisch, ne? Aber für gewöhnlich ist dort eine gelbe Anzeige über seinem Kopf, was heißt, dass es ein friedlicher Typ ist. Ihr seht, ne? Normalerweise recht friedlich und ja, jetzt packen wir mal die Kisten ab. Verbrenne die Kisten. 1 von 4. Sehr einfach eigentlich. Ist einfach nur, die Kisten zu berühren und sie so zu verbrennen. Und netter Grafikeffekt, muss man sagen. Gefällt mir. Grafisch natürlich, ihr seht. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Man muss auch sagen, das erwartet man aber auch von so einem Spiel. Ganz ehrlich, das erwartet man auch. Wenn man jetzt ein grafisch aktuelles Spiel sich ansieht, dann muss das quasi so aussehen. Es muss so aussehen. Schöne Texturen, nice Engine und ja, sieht auf jeden Fall sehr knackig aus. Gute Arbeit. Hoffentlich konnten wir eindämmen, was auch immer da war. Matrosenfreude, erkunde dich nach Rose, dem verschwundenen Mädchen. Okay, nun gut. Eine Krise wäre aufgehalten, aber schlaf mir bloß nicht ein. Da ist noch etwas. Die junge Rose ist angeblich verschwunden. Angeblich. Ihre Tante Maria war schon immer sehr ängstlich und übertrieben fürsorglich. Ich glaube, Rose würde es beiden einfacher machen, wenn sie sich nicht mehr den ganzen Tag bei den Matrosen rumtreiben würde. Aber was weiß ich schon. Auf Marias Drängen...